Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Das ist das Todesurteil für das deutsche Volk. Kein Strom, kein Gas, kein sauberes Wasser, keine Kohle, kein Verkehr. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören, würde unser Land zurückschleudern ins Mittelalter. Mit diesem Befehl rauben sie dem Volk jegliche Überlebenschance. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem primitivsten Weiterleben braucht, Rücksicht zu nehmen. Im Gegenteil, es ist besser, diese Dinge selbst zu zerstören. Denn das Volk hat sich als das Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es daneben ausgerottet wird. Es ist Ihr Volk. Sie sind der Führer. Was nach diesem Kampf übrig bleibt, sind ohnehin nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen. Schön. Ach, nun kommen Sie doch. Ihr sollt tanzen. May I have the pleasure of my own? Aber mit Vergnügen. Wir müssen raus aus Berlin, Eva. Du musst ihn überzeugen. Na, komm mit mir. Eva! Du wirst sterben. Kann denn hier keiner Musik machen? Ich will tanzen! Ich? Tanzen! Haben Sie einen besonderen Wunsch? Einen Swing! So unmöglich. Wie in einem Traum, aus dem man aufwachen möchte, aber man kann nicht. Es geht weiter, immer weiter. Gerda, ich glaube, mir ist schlecht. Ah!
Mein Führer, wir brauchen eine Anweisung für den Fall, dass die letzten Munitionsreserven aufgebraucht sind. Ich werde niemals kapitulieren, niemals. Ich untersage Ihnen, wie jedem anderen Truppenführer, die Kapitulation. Papa, wieso hast du denn deine Sonntagsuniform an? Ernst? So, Ilse. Jetzt musst du aber auch mal was essen.